kam nicht so raus. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Namen lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Wir können das auch mal alleine schauen. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Ist irgendwie wir drei, sie war oder? Geheimnisvoll. Und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Okay. Ich würde sagen, das sind wir drei. Felix ist der Krieger, ich bin der Zauberer und Lumi ist eigentlich die Diebin. Ich bin weder mysterious noch sonst irgendwas. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte. Ich glaube, letztes Mal war ich auch die Frau bei den anderen. Verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Der total liegt. Worum geht's in dem Spiel? Ja, das siehst du jetzt zwar hoffentlich. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Was ist denn? Wer ist da? Könnte ich eher sein, Benny. Cool! Und der Wizard ist verpeilter. Ja, eben! Der ist voll super, ja. Wie seltsam! Wie hast du das? Gerade ziehen. Dann hast du das. Aua. Aua. Und das war nur Scheiße gemacht, ey. Ich wette mit euch, ich bin die Erste, die stirbt wegen euch. Kann man hier wirklich vorspielen? Doch, kann man später schon. Kann man. Ach komm, jetzt machst du etwas drauf, das ist doch Quatsch. Ich bin oben! Tschüss! Der Weg nach vorne war blockiert. Wie komm ich denn hier hoch? Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Schwein gehabt! Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Genau, wir machen den Stein weg und gehen dann hoch. Könnt ihr mal den Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Hey, du warst doch da, oder? Nee, aber könnt ihr mal kurz... Nee, weil hier gibt's ja noch diese tollen Blasen. Achso, stimmt. Ja. Hier Bäume. Lup! Hä, wie hast denn du? Das geht hoch? Ja, du kannst die. Na, nicht mit allen. Mit der, die da oben schwebt, nicht tatsächlich. Ach komm schon. Kann ich euch irgendwie hochliften? Einer muss draufspringen. Komm schon. Ja, wer mit der blaue ist, gerade links. Kann man draufspringen und dann nach weit links weiter springen. Genau. Okay. Jetzt müssen wir den Felsblock noch mal ganz rechts. Wer war jemand Felsblock? Kann man jemand das andere Ding? Nimm mal das Ding da weg. Du kriegst. Sind da genug? Wir sind jetzt schon überfordert. Nimm mal das Ding da weg. Ja, ich wollte, aber das steht immer im Weg. So, und jetzt das Ding wieder nehmen und oben drauf. Warum? Wozu? Ja, ganz oben auf dem Pilz ist noch eine Flasche, sag mal. Ja! Sehr schön, geht doch. Wir bauen hier schöne Türmchen. Die hab ich nicht mal gesehen. Dann schlägt du Winnetou und Original sind zwei den, vor als nächstes den Game. Wieder weg tun. Das Spiel ist zwar witzig, aber ich finde die Winnetou Original sind zwei schöner als Singleplayer. Weil du das Problem hast, dass du dort die Dialoge von den anderen Leuten nicht mitkriegst, richtig. Du kannst mal versuchen, links oben die Flasche runter zu machen. Ja. Ach so. Oder du kannst auch einfach nur einsammeln. Da sind noch mal eine. Aua. Kannst du das Ding auch hier einfach rüberziehen? Hui! Echt? Und ich hab mich immer so doof angestellt. Hast du das schon gespielt? Ich hab schon durchgespielt, ja. Ach toll. Aber vor 5 Jahren oder so. Und Spoiler nix. Ich weiß doch nichts mehr von dem Spiel. Außer mir vielleicht die Rätsel die wieder einfallen. Ich hab mir fies den abgemüht. Durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. So ein Smartass. Jetzt musst du doch laufen. Ich und Smartass, ich tue immer nur smart, ja. So, Slave Squad? Ach, Olaf.
jetzt wegen dem Netzoberteil oder was? Das ist ja nicht mein Netzoberteil. Na, schaffst du das noch? Ja, wenn ihr nicht die ganze Zeit irgendwas in den Weg tun würdet, würde es einfacher gehen. Yeah, guck mal, ich kann das doch, ja, macht's wieder auf meinen Kopf. What the fuck, ey? Gelangweilt? Geil. Gelangweilt? Geil. Jetzt wisst ihr, was ich immer mache, wenn ich mit Kerlen im Bett liege. Gelangweilt? Geil. Was hier passiert. Es geht weiter. Der Trine. Felix, da bist du! Amadeus, pack deine Sachen! Wir müssen das Königreich retten! Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht! Der Marke bin ich. Ich kann nicht! Moment, ich muss noch kurz was machen. Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden... Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu! Wir können sowieso erst ausführen, wenn alle drei da sind. Ja, zu Pontius Haus, da es auf dem Bauernhof... Du hast erst allen drei beigebracht, was sie so können. Die Migranten waren dabei, die Felder zu übernehmen. Knüppeln! Ich bin eine Western-Spy, das hast du sehr richtig erkannt, oder? Mit meinem Schwert erteilen. Lumiko, komm, ist das überhaupt? Gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen? Scheiße. Kommt man denn, gibt's jetzt einen Doppelpunkt? Ja, du musst einen passenden Moment Leertaste oder Springen drücken. Nee, nach oben drücken. Dann springst du höher. Ja, nach oben ist auch Springen. Leertaste ist auch Springen. Ich suchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Nee, nach oben ist doch nicht Springen. Doch, drück auf den Boden nach oben. Aber wenn ich nur Leertaste drücke, mache ich nicht diesen Hochsprung. Ich muss Leer und B drücken. Nö, wenn du passend Leertaste drückst, machst du den Hochsprung. Nein, Lumi ist wieder zu langsam. Ich bin doch schon da. Aber das Spiel weiß aber, wer die Frau ist. Du hast den lila Umhang bei mir. Mist. Wo sind wir denn jetzt? Ja, irgendwie in einem Riesengarten oder sowas. Mit B wechselst du die Waffe, also beim Krieger solltest du den... Nee, ich hab ja keinen Controller gerade. Nee, mit Mausrad wechselst du die Waffe. Ja, nee, ich spiele ja mit Controller, Benni. Ah! Hammer, flieg! Hä, wie hast du den geworfen? Rechtsklick. Hammer, ja, flieg! Super. Muss halt wieder eins oder so. Ich hab ja Controller. Ich bin Pontius. Ja. Wechsel nicht bei mir, keine Ahnung. Links, linker Trigger schon, rechter Trigger. Und Mausrad ist wechseln. Aber immer wenn ich den Hammer benutzen will, dann, wenn ich Rechtsklick mache, legt er den Hammer wieder weg. Naja. Du musst die Rechtsklick gedrückt halten. Der Trine. Ich töte jeden Kerl. Direkt nach dem Sex. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Auch in meinem Stream. Es ist jetzt gar nicht 3D, 2,5D, ne? Nee, die Trine 1 und 2 ist, na doch, 2,5D ist es. Es ist halt dreidimensional, aber 2D spielt mechanisch. Ja, es geht halt nicht nach hinten. Das ist voll ungewohnt, genau. Weil beim Dreier geht's ja und du hättest ja nur das Dreier gespielt. Durch die Stadt. Wow. Oh, da geht's ja gar nicht. Hier fällt man nicht runter. Apropos Kerle und Sex. Ich weiß gar nicht, ob ich heute was zu feiern oder zu betrauern habe. Warum? Wieso kommst du jetzt schon wieder auf das Thema? Na, weil wegen dem Schatzwitten-Ding. Aber ich bin heute auf den Tag genau seit 7 Jahren Single. Würde ich ja schon traurig finden, ja. Nee, ich bin ja eigentlich sehr gerne Single, von daher ist das kein Ding. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob ich das feiern oder betrauern soll. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt sagen muss. Hat da unten ist hier noch irgendwas? Irgendwas Verstecktes auch, Mann. Wie seid ihr denn jetzt alle hingekommen? Warum bin ich jetzt auch hier? Weil der vorrennt, uns immer mitnimmt. Ach, echt jetzt? Ja. Wusste ich nicht, sorry. Wir sollten schon zusammenbleiben, das ist ja wichtig. Nach oben ziehen. Warum sagt ihr mir eigentlich die ganze Zeit, Additional Player können stollen bei Pressing Start on the Controller? Das sagt mir nur kurzzeitig. Wahrscheinlich, weil du Controller angeschlossen hast. Ich habe keinen Controller angeschlossen, der ist aus. Also mir das nur kurz gesagt und dann nicht mehr. Mir sagt das gerade irgendwie so im Schnitt alle 2 Minuten. Bei mir nicht. Ich meine ja auch kein Spieler mehr beitreten kann. Einfach abhängen, Benni, ne? Komm hier nicht mehr hoch. Hallo, Swift. Einfach mehrmals springen. Ach,
Mann, ey. Sorry, das war ich diesmal. Mein Ding. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas seltsames die Flasche da drüben holen. Ein neues Wagnis. Ich glaube, das können wir nicht mehr, weil ich zu schnell war. Doch, doch. Also, nee, also das war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Ach ja, alles Gute zum Geburtstagssift. Alles Gute zum Geburtstagssift. Alles Gute zum Geburtstagssift, ich schließe mich einfach mal der Masse an. Ja, immer. Sif kann man immer gratulieren, der freut sich. Ich würde da sagen, ich nehme eher die Burgenkämpferin, weil dann, wenn Lumi das irgendwie mit dem Seil da raus hat. Nicht, dass wir auf dich angewiesen sind. Ich bin da schon wieder rein. Ist halt ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Ihr könnt gerne auf den Magier nehmen. Ich habe das Dreier gespielt, das ist aber schon ein bisschen her. Oder willst du unbedingt Bogenschütze sein? Ich bin Bogenschütze. Ich bin jetzt ein Zauberer. Beginnen. Ja, ich habe jetzt den Zauberer gespielt. Lass mal was. Ich würde gerne was anderes nehmen. Ich habe jetzt einen Zauberer. Ja, dann wechsel mal Benny. Da oben links ist was für dich, Lumi. Den kannst du runterholen. Mit deinem Zauberer. Benny, dann. Was denn? Ich habe was anderes. Ich habe hier. Oder willst du kein Krieger sein? Hä, was? Krieger? Ich bin doch Krieger. Ja, willst du kein Krieger sein oder was ist los? Ich glaube, er wäre gerne Bogenschütze, oder habe ich das falsch verstanden? Ich komme da nicht ran. Ich krieg das hier nicht runter. Ja, sowas ähnliches. Du musst das auch nicht einfach runterziehen, sondern du musst mit einem von deinen Zauberdingern da hoch und dir es runterschieben. Na, wie mache ich die? Gerade ist eine Planke und im Kreis oder im Würfel ist ein Würfel. Und ich habe gerade gemacht und krieg einen Würfel. Ja, das ist nicht richtig gerade gemacht. Wie bist du... Wie soll ich das halt? Die bleibt einfach hängen. Ihr müsst da hoch. Du musst von oben da... Moment mal. Ah, ja, okay. Nevermind, war mein Fehler. Ey, was ist denn hier los? Ja, so geht's auch. Hallo, Vanni. Übrigens, ich hab dir angeboten zu wechseln. Du musst es noch annehmen, wenn du wechseln willst. Ah, okay. Ich spiele eine Frau. Ja, wenn Felix auch mal Boobs hat. Wenn man schon keine Freundin zu Hause hat. Au! Man kann übrigens auch sterben in dem Spiel. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, hat auch schon fast keine Lebenspunkte mehr. Joa. Ja, weil mich irgendjemand voll vor uns weggeschubst hat. Ich wurde so oft umgebracht in diesem Spiel, beim Dreier. Darf man nicht aus dem Kontext reißen. Ja, eben, dachte ich mir auch gerade. Leute! Ich wurde am Dreier umgebracht, Scheiße. Ey. Da unten gibt's noch was, sehr schön. Auch nicht scheiße. wie der ist das? Sehr schön, dass wir auf deine Zukunft weiterhin. Wir trollen dich. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Ihr müsst mal auf diese Tentakel da schießen, das wäre schon ganz geil. Hm? Deswegen mochte ich dich, die Dings immer. Das Tentakel da, hab ich gehauen. Bumm. Ich glaube, wir auch so hochgekommen. Da oben ist noch was. Du mir was für dich. Ja. Ich komme ja da nicht ran. Mit dem Zauber aber runterziehen, dass es runterfällt. Genau. Letztes Mal ist es nicht runtergefallen. Super. Ja, da war es ein bisschen unfähig. Krieg ich dann mal so eine tolle Kugel, wenn wir die aufsammeln, weil ich ja kurz vorm Verrecken bin? Du bist nicht mehr kurz vorm Verrecken, guck mal auf deine HP, weil wir hier gerade am Checkpoint sind, dann bist du wieder voll. Ach, das ist der Checkpoint. Okay. Wir haben eine Flasche übersehen. Wo denn? Brauchen wir alle Flaschen? Das gibt dir Skillpunkte, wenn du alle Flaschen hast, aber du brauchst nicht alle Flaschen. Die Skillpunkte sind da oben ist noch eine. Ja, dann bau doch mal was. Da ist doch schon was. Du musst mehr bauen vielleicht. Oder ich muss da... Mehr geht noch nicht. Hier, du kannst auf mich drauf und... oder so. Oh. Hat funktioniert, Teamwork. Jawohl. Aber nimm das gleich mal mit, da oben sind auch noch welche. Also ich kann auch neue machen. Du kannst auch mit B auf den jeweiligen Gegenstand kannst du was löschen. B, Mit was kann ich was löschen? Was würde ich denn überhaupt löschen? Wenn du was erstellt hast, kannst du das Teil auch wieder löschen. Ich glaube, ich habe ein Rätsel schon gelöst. Das ist echt mächtig. Ups. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Du kannst immer nur einmal drauf hüpfen und dann.
etabliert sich meine Macht, da das nach oben zu schieben. Ja, du kannst, wenn jemand draufsteht, nicht. Wir können das aber anders machen. Ich brauch euch nass. Ja, wir brauchen sie. Ich kann auch auf dich drauf hüpfen, ne? Ja. Was? Oder so. So, Benny, aufs Blatt. Jetzt muss ich warten, dass die hier wachsen. Ups, ein bisschen schwer für das Blatt, glaube ich. Hat nicht viel gebracht. Oder muss ich das nach oben? Jetzt aufs, oder? Nee. Ich würde sagen, das ist eher deine Aufgabe, weil ich glaube, ich springe nicht so hoch. Du kannst auf mich drauf springen, dann kannst du nur drüber springen. Ich kann das hier ja auch hoch machen. Oder du musst auf den Zauberwürfel, der fliegt, noch drauf springen. Von dem kannst du wieder abspringen. Zauberwürfel? Ja, der da. Dann nochmal springen, genau. Ach, der ist alles? Nee, da ist noch eins. Hey. Schrammel mir jedes Mal den Kopf an dem. Ja, perfekt. Schön. Dingen sein. Aber schon sehr eigentlich drin. Könnte man das andere auch noch wachsen lassen hier, ne? Ja, dann musst du aber das Wasser nochmal irgendwie rüberbringen. Eigentlich, vielleicht haben wir doch schon das, was man. Vielleicht haben wir es gerade drumherum gespielt, wie man. Man hätte eigentlich das anders lösen können. Das Spiel ist auch irgendwie lustig und niedlich. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also, entweder wir stellen hier hinten eine Kiste drauf oder Benny bleibt einfach dort stehen. Hä? Wo soll ich stehen bleiben? Warum? Na, hier hinten können wir eine Kiste draufstellen, wo ich gerade bin. Warum? Naja, dann können wir in aller Ruhe hier hochlaufen, so. Ohne das. Moment. Hier. Ach, hier, zieh mal das Ding hier rüber. Nö, guck mal, ich kann doch hier mit meinem Schild. Guck mal. Aber ich glaube, wir haben das schon eingesammelt, wofür das jetzt war eigentlich. Ja, ach so, ja, wir haben es jetzt umständlicher gemacht, als es sein müsste, oder wie? Ja. Ja. Jetzt müssen wir halt noch auf dann. Ich würde sagen, wir haben kreativ gelöst, ja. Leute, hier ist noch was. Da ist noch was? Das ist eine Tüte. Ja. Tüte. Eine Tür. Tüte? Oh, die hatte ich noch nicht mal. Guck mal einer an. Eine Tüte? Tüte? Bus bauen? Tüte? Was? Bus bauen? Bus bauen? Oh, Ruck! Ich bin voll Fan von dem Teamwork, das gerade überhaupt nicht funktioniert, weil die mich hier im Stich lassen. Du kannst doch springen einfach. Wo brauchst du ein Teamwork? Schon jetzt jammer hier nicht rum. Ja, du hast dich gerade beschwert, dass du nicht genug Teamwork hättest. Ich habe mich überhaupt nicht beschwert. Ich habe alles richtig gemacht. Ruhe. Du hast dich beschwert. Hau ruck! Warte, wollte das. Ja, schmeiß noch wohl. Ich komme da auch ohne Zauberer durch, ja? Warum kann ich dieses Red Edition Player Can-Join nicht wegmachen? Das ist weiß nervig. Nicht, muss man Start drücken oder so? Ich kann nicht Start drücken, weil ich bin ja nicht am Controller. Okay. Mal kurz. Return to last checkpoint. Settings. Hol deinen Pixel. Oh oh. Wir kochen den großen Dicken. Ey. Ich will hier nicht gekocht werden, ja? Schweinerei. Ja. Ich weiß nicht wirklich, wie ich euch helfen kann. Du lieber Krieger. Du kannst Sachen auf die drauf fallen lassen, aber ja, du bist tatsächlich als Magier schwierig im Kampf zu benutzen. Ja, du kannst es natürlich runterschmeißen. Deine Stärke ist halt nicht im Kampf. Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich glaube, da ist oben noch was. Ich oben rechts. Kannst du mal kurz. Ich glaube, du musst das hier. Gut, tatsächlich nur. Ah, wobei, ich weiß nicht, sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Würde ich jetzt mal sagen, nö. Ich will immer die Treppen hochgehen. Ich bin nur von Train 3 gewohnt. Das ist voll irritierend. Ha! Ja, warte mal. Würdet ihr mal so freundlich sein? Und nee, die Dings, der Ben muss hoch. Nee, aber die Markierin kann ja die Kiste anheben und sie draufstellen. Die Markierin? Naja. Nein! Juli versteht das Rätsel nicht. Sehr Nein, schön. Naja, sehr schön ist es immer noch nicht, also. Ich wollte es auf das andere machen, damit es wieder hochgeht. Gab's so einen Mechanismus, oder? Oder nicht? Naja, nein, wir müssen doch. Runter. Nein! Wenn wir jetzt hier runtergehen, dann kommen wir doch nicht mehr da oben ran, da kommen wir nicht mehr hoch. Oh, komm doch mal hoch. Lumi, nein. Also, geil. Lumi versteht das Rätsel nicht, Lumi ist als einzige weiter. Ja, du hast es aber nicht so gelöst, wie es sein soll, aber ja, du bist weiter. Wieso, es hat genauso funktioniert, wie ich das wollte, aber ihr wolltet gar nicht mitkommen. Selbst schon, dann bleibt das halt da unten. So, wenn ich zu doof bin, das zu stecken. Ja, Lumi, du müsstest einfach eine große Kiste machen, ne? Die kannst du ja bauen. Die tust du auf den Vorstuhl drauf
Dann kann der Benny auf das Ding draufsteigen und nach oben springen. Gib's mir einfach runter. Nein, gib die Kiste. Gib die Kiste einfach. Oh, komm, geh rüber, spring doch rüber. Was ist denn dein Problem, verdammt? Ja, doch, aber du machst nicht meine Logik, dann hab ich ein Problem damit. Über uns sind Sachen. Wieso? Wir haben's doch geschafft, ist doch alles gut. Ich weiß nicht, ob wir von hier da hinkommen. Ah, du kannst Ebenen da rein. Was machst du? Was geht denn bei dir ab? Du kannst sie in die Stacheln reinpacken, da bleiben die hängen. Du elender Spoiler. Ich kann da aber noch keine zweiten machen, ja? Oder? Nee, kann ich nicht. Nee. Aber kann ja noch du kannst eine Ebene machen und dann kann man da besser drauf. Und über uns wäre auch Holz für die Dieben, die dann sich da hochschwingen könnte. Du kannst da nicht, wenn du hochgehst, kommst du an die Stacheln ran. Das bringt dir überhaupt nichts. Du kannst dort stehen, glaube ich. Warum ist denn das? Wer hat denn die Kiste von da unten? Aber immer noch, du kannst eine Ebene machen. Oder du kannst die Kiste von unten wieder hochnehmen. Einmal gerade ziehen mit Linksklick normalerweise. Oder kannst du es auch noch nicht? Ja, da kannst du es auch noch nicht. Oh. Nee. Ja, gut. Dann brauchen wir die Kisten von hier unten, würde ich sagen. Oder hängt die Kiste da oben etwas weiter nach oben? Ich glaube, Eko, du kannst doch einfach da drauf hüpfen und dann wieder hochspringen, oder der... Nee, das ist. Aber wir kommen nicht hoch genug, da sind die Stacheln im Weg. Du kannst doch als Ritter kannst du doch dein Schild machen und ich mache dann die zweite Ebene oben drüber und dann müsstest du doch eigentlich hochkommen. Über uns ist Holz. Hier könnte man sich halt, da könnte man sich auch einfach hochhangeln als Diebin. Und dann ein bisschen schwingen und dann kommst du da hoch. Würde ich sagen. Dass ich in die nächste Quest hier komme. Nee, da gibt's keine Quest. Das tut mir leid, Xan. Bei mir kommt die ganze Zeit Blocke mit dem Schild. Oh. Mach doch einfach, nimm doch die Kiste von da unten. Ja, aber dann müssen wir wieder hochkommen irgendwie. Hm, warte, ich mach's. Du hättest ja auch. Wobei bleibst du gefälligst da oben jetzt? Wenn Lumi das schon wieder regeln muss. Ich hab das nächste Rätsel schon gelöst. Konzentrierst du dein Mind mal auf das, was wir... Ich kann euch gerade nicht helfen bei dem Rätsel, weil ich glaube, ich bin ja ziemlich nutzlos, tatsächlich. Dummi. Ja, oder so. Nein! Da war Felix im Weg, hat uns wieder runtergeschubst. Warte mal, das kann ich auch noch. Nein, du brauchst doch die Kiste da oben. Was soll denn der Scheiß? Hier unten ist ja noch eine. Ich komme aber gar nicht... Stell dich auf mein Schild das, jetzt. Ich habe das viel effizienter gelöst. Aua. Viel effizienter gelöst, tut ich das mal selber weh. Ja, ist da oben noch was anderes? Ja, das war ein Herz. Was bringt das Herz? Oh, jetzt komm ich nicht mehr hoch. Das war eine Scheiße. Aber so. Lumi, das mit dem Dingens ist eigentlich komplett leicht. Huh? Mit diesem Aufzug. Ja, jetzt bin ich ja schon da. Ja, ich hab einfach damals. Hab das jetzt hingekriegt, ja? Ne, da oben hat noch ein Herz. Oh, ich kann ja fliegen. Wie, da ist noch ein Herz. Lol. Mit einem eisernen Schild, ist klar. Da oben ist noch ein Herz, aber da kommt jetzt keiner mehr hoch. Doch. Auf dein Schild und dann weiter? Ach, nee, an die Holzkiste kannst du dich auch dranhangeln, Felix, ne? Echt? An die Holzkiste kannst du dich dranhangeln. An die Holzkiste ran. Und dann auf da noch so auf links rüber, ich mach's ein bisschen höher, damit du nicht in die Stacheln kommst. Oder noch ein bisschen runter, damit du nicht in die Stacheln kommst. So müsstest du eigentlich gehen. Also jetzt kommt das Geschick von Felix. Alle Augen ruhen auf dir. Hui! Ja, ich kann dort nicht weiter nach oben springen. Dann. Warte mal, kannst du dich auf mein Schild, während ich fliege? Nach oben. Ich mach die Kiste weiter nach oben, dann kommst du weiter hoch. Moment. Ach so, ja. Muss nur aufpassen, dass du halt nicht unten an die Stacheln rankommst. Lumi, futterst du schon wieder? Nö. Das klingt aber anders. Hab's. Sehr schön. Du hast dann, glaube ich, nur Energie bekommen, oder? Ja. Sehr gut. Cool. Das Rätsel habe ich eventuell hier schon gelöst. Sorry. Ja, das war einfach mit dem Schildblock. Ja, sie spoilern nicht so viel, ja. Lumi hat der Funz gerade gesagt, dass über mir ist noch was. Hier bei mir könnt ihr noch mal herkommen. Hier sind noch Sachen zum Einsammeln. Ah, ich fuck! Geworfen? Da ist Goblin, Benny. Ja, ich sagte, du kommst jetzt zurückkommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Wie zum Hänger baue ich diese verdammten Kisten? Einfach im Viereck. Hast du nie Black and White gespielt? Schon weichen, ja. Einfach linksklick im Viereck, dann kommt eine Kiste raus. Je nachdem, wie groß du das Viereck machst, kommt eine große oder eine kleine Kiste raus. Hier unten sind auch noch Sachen, gell? Huch! Oh, mein Hammer ist aber schwer. Oh, da kommt nochmal ein Goblin. Hilfe! Okay, ich hab ihn zerquetscht.
Ich sammle mal die Sachen hier oben ein, ne? Aber oh, hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Darf ich die öffnen? Ja, ja, wenn du diese Kiste, die ich dir gerade hochschiebe, kaputt machst. Sammelgemälde habe ich bekommen. Soll ich jetzt mit? Irgendjemand muss diese Kisten kaputt machen. Das kann ich. Ja, ich kann das nicht. Oh, man muss sie gar nicht kaputt machen. Doch. So. Niemals. Schön, dass ich es kaputt machen hier. Mann, ich komm da nicht hoch. Ich geb's jetzt auf. Scheißspiel. Bist du jetzt schon bis zum zweiten Level kaputt? Ja, das erste Level nach dem Tutorial. Sagst du schon Scheißspiel? Ja. Oh, fuck. Ich wüsste eine Variante, um den Zauberer zu lösen, aber ja, mach halt mal. Irgendwie dieses Ding hier kaputt machen. Ich löse auch meine Variante. Wo seid ihr denn jetzt alle? Weg. Lieber, muss hier diese ich Kiste kaputt machen. Ah, gib die her. Leg sie einfach in der Mitte ab. Ja. Jetzt habe ich sie dir hochgebracht, damit du sie kaputt machst. Das ich war doch unten runter. Bei dir. Ich weiß war, nicht. War hier schon jemand ganz da oben? Ja, bei der Kiste da oben war ich. Ja. Nein, ich habe vergessen zu springen. Du brauchst es aber. Also, ich bin ohne das da drüber, aber. Mach. Geht auch so. Oh. Macht, wie ihr das wollt. Warum stehst du da im Weg rum und blockierst? Ich stehe überhaupt nicht im Weg. Du bist gar nicht zu mir gekommen. Das stimmt doch gar nicht. Du hast im Weg gestanden. Ich hätte es ohne dich geschafft. Jetzt bin ich da. Ben ist immer schuld. Merkt euch das. Nein, das war einfach wieder ein Lumi-Moment. Uch, hier nee, oben ist was doch. Invoker-Skills in der Tat. Hier, Invoker-Skill. Oh, bitte! Ich wollte. Ach, ich bin zu fett. Du kannst das, glaube ich, noch höher, Felix, ne? Ah! Oh, hier kommen Goblins. Hilfe! Hilfe! Oh. Hilfe! Ich bin tot! Hilfe! Wo bin ich denn? Ich fall gerade durch die Welt. Du hast die Kiste auf meinen Kopf gemacht und ich bin irgendwo, wo ich nicht sein sollte, glaube ich. Oh, da bin ich. Du sollst vielleicht die Kiste nicht auf meinen Kopf machen. Das ist so ätzend, Magier zu sein. Ich hätte Panik. Ich helfe dir. Oh, nicht, bitte. Da waren zwei Leute. Wo bist denn du, Felix? What the fuck? Ich schenke hier hinten ab. Der rennt einfach 3 Kilometer weit weg, wenn gefightet wird. Ja, ich bin die Kiste kaputt gemacht. Kann ich dich irgendwie wiederbeleben? Am Punkt, ja, jetzt bin ich wieder da. Gehst du weg. Zerstörer, ich hab Angst. Ich hab Angst, da schießt ja noch einer. Wo ist Felix? Ja, ich hab ja gerade geschossen. Hilfe! Und eigentlich bin ich ab vorne. Aber bis der mal gezielt hat, das dauert ewig. Lass mal die Kiste da stehen, ich will da hochspringen. Dankeschön. Ich hab's tatsächlich überlebt. Oh, hat nicht geklappt. So sieht mit ihrer Kiste. Ja, sehr schön. Was? Die Kompetenz ist wieder stark, danke, Musi. Rumi und ihre Panikmomente. Erinnert mich an Dota. An Dota bin ich nicht so panisch. Also nicht immer, nur manchmal. Am Anfang war es schon. Das wird nicht funktionieren. Oder? Doch, das ist okay. Was ist mit los? Achso. Am Anfang war ich panisch, klar. Au. Man wird ja auch besser mit der Zeit. Da oben ist noch irgendwas. Da oben ist ganz viel. Schieß ruhig auf uns. Was? Niemals? Au. Wie kommst du da drauf? Krieg die ganze Scheiße hier ab! Aua! Er tötet seine eigene Leute. Wie schön, dass der Ben muss jetzt andere umbringen, weil er zuerst gestorben ist.